Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley, wo wir uns der aktuellen Herausforderung der Dream Snaps widmen. Die dieswöchige Challenge lautet Süßes oder Saures. Wir sind gerade auch wieder live auf Twitch, wo viele Süßis aus der Community mit dabei sind. Die Yassi ist da, Supina ist da, Keloli ist da, Danichi ist da. Danichi schreibt auch gerade, hallo YouTube. Also wenn du mal Lust und Laune hast, vorbeizuschauen, kannst du das sehr, sehr gerne tun. Den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Raffi schickt euch verkleidete Bananen in den Stream und Cassie schreibt auch gerade, huhu YouTube. Schaut sehr, sehr gerne mal vorbei, wenn ihr Lust und Laune habt. Die dieswöchige Challenge ist eine Herausforderung des Outfits. Bei dieser Herausforderung für Halloween kannst du entweder süß oder gruselig aussehen. Warum nicht beides? Kostüme sind erwünscht. Gut. Halloween, süß oder sauer? Warum nicht beides? Kostüme erwünscht, gewagt einfach Halloween und wundersam empfohlen. Ich muss erst überlegen, Chat, was ich machen könnte. Ich muss erst überlegen. Weil wir brauchen natürlich den perfekten Hintergrund. Schweres Thema. Ich finde es ein cooles Thema. Es lässt sehr viel Freiraum für Kreativität. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es wieder ein Dream Snap sein wird, den ich dann höchstwahrscheinlich wieder umgestalten werde. Weil auf die Schnelle fällt mir jetzt wahrscheinlich wieder nicht so was Aufregendes ein, wie dann wahrscheinlich übermorgen. Ich kenne mich. Aber wir werden mal überlegen, was wir machen könnten. Oh, ich habe einen Beutel bekommen, Chat. Schauen wir mal rein. Ein geschnitzter Beistelltisch aus Holz. Sehr schön. Süßes oder Saures? Wir könnten vielleicht mit Vanellope was machen. Wir könnten mit Vanessa vielleicht was machen. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Die habe ich nicht. Ah, das werden viele nehmen. Den Stitch in Süßes oder Saures. Was süß. Er ist aber lieb. Er ist lieb in seinem Outfit. Er ist echt cute. Den könnte man vielleicht mit einbinden. Schauen wir mal weiter, was wir noch haben. Also Vanessa wäre irgendwie ein Favorit für mich. Die habe ich mir nicht geholt, die Outfits. Das habe ich mir auch nicht geholt. Goofy, okay. Das habe ich mir auch nicht geholt. Stitch wäre schon süß und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich brauche mal die Vanessa. Wo ist sie? Vanessa, hier. Oh nein, kann ich mit ihr jetzt überhaupt reden, ohne dass sie eine Quest anstartet? Schauen wir mal. Vanessa! Oh, was machst du denn mit Ariel? Hi. Auf Wiedersehen, Liebes. Auf Wiedersehen. Ach, jetzt muss ich das schnell annehmen hier. Sorry. So. Warum bist du noch hier? Weil ich mit dir abhängen will. Oh, nehmen wir dich mal zum Sammeln. Komm. Komm jetzt mit. Komm jetzt mit. Genau.
Stellt euch vor, ich bin die gute Schwester von Vanessa. Was halten wir davon? Vanessa ist die böse Schwester und ich bin die liebe Schwester. Buh! Oh, was? Buh? Echt? Ich habe 600 Mondsterne bekommen, okay. 300 Mondsterne, okay. Sieht aus, wie man in die Hose... Hä? Was denn? Was, Cassie? Ja, ist eine coole Idee. Raffi hat geschrieben, buh. Kann ich sie überhaupt zu einer guten oder zu einer bösen Dings machen? Wir brauchen dünnere Augenbrauen und höhere. Die hat höhere Augenbrauen. Solche, oder? Dünner eigentlich. Bisschen heller. Andere Augen auch. Wartet mal. Nein. Oh Gott. Gar keine Augenbrauen. Machen wir sie heller. So, dann hat die andere Augen. Kriege ich solche Augen hin? Das sind meine. Hat sie solche Augen? Kommt dem schon sehr nahe. Aber ich habe solche Haare halt auch nicht, gell? Wir haben ihre Haare nicht. Ah, ich weiß nicht, Chat. Irgendwie gefällt mir die Idee jetzt doch nicht. Oh, cool soll heißen. Ich weiß nicht. Wir haben nicht solche Haare, wie sie hat. Wartet. So, ich nehme hier wieder meine Standardaugen und meine normalen Augenbrauen. Welche hatte ich denn drin bei der Alissa? Hatte ich diese Augenbrauen? Nein, ich glaube, die sind zu dick. Oh Gott, welche Augenbrauen hatte ich? Die da, oder? Ja, weil die sind zu steil. Okay. Ja. Süßes oder saures? Süßes oder saures? Wir machen mal... Nein, ich mache nicht zuerst ein Outfit. Ich muss mir ja was überlegen. Ach so, warte mal. Hier, Vanessa. Tschüss, lass uns später abhängen. Ich kann aber nicht... Nein, ich kann das Kübelchen nicht mitnehmen, gell? Diese Kübelchens. Die da hier überall spawnen, die da. Nein, wenn ich das aufhebe, wird das ja... Kann ich die verschieben? Auch nicht. Aber die gibt's ja auch als Items. Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Hilfe! Gott, hä? Raus hier! So. Hä? Okay. Okay. Was könnte denn eine Idee sein? Eine Idee könnte sein, wir machen ein Haus
Und da stehen die dann so vor dem Haus, als hätten sie dort angeklingelt. Hallo Belle in Wonderland. Die stehen vor einem Haus, als hätten sie dort angeklingelt. Süßes oder saures. Das könnte vielleicht auch eine Option sein, aber die Häuser sind eigentlich so klein. Beziehungsweise vor dem Plaza-Haus würde ich das jetzt nicht so sehr fühlen. Warte mal, Chat. Ich schau mal, was das Internet sagt. Süßes oder saures? Pinterest. Süßes oder saures? Okay, nein, das hilft mir jetzt nicht weiter. Da kommen nämlich Rezepte, Bilder. Halloween. Okay, da kommen Deko-Geschichten. Sowas in der Art hätte ich gern. Schaut mal, Chat. So. Ein Haus, herbstlich dekoriert, mit Süßes oder Saures. Diese Woche mehr Mondscheine gewonnen. Ein bisschen. 1200. Sowas hätte ich gerne. Das ist jetzt meine Inspo-Chat. Das habe ich jetzt... Oh, hoppala. Oh, jetzt habe ich euch verschoben, Chat. Das ist jetzt mein Inspirationsbild. Bild speichern unter. Sichern. So. Das ist meine Inspiration. Inspiration of the Nation. Wo gebe ich mir das jetzt hin? Ah, nein. Kann ich das ein bisschen kleiner machen? So, schiebe ich mir jetzt aber nochmal hier rüber. Süß, der Hund. Ja, voll. Also. Biom. Könnte im Sumpf sein. Sumpf könnte ganz passend sein. Frage ist nur, wo im Sumpf? Oh, vielleicht hier in dieser Ecke. Ich nehme mal die Sachen weg. Weil, was ist, wenn wir dieses Haus dafür nehmen? Wie finden wir das Haus, Chat? Kriege ich das da in die Ecke rein? Schaut schlecht aus. Okay. Perfekt. Das Haus würde ich jetzt auch ganz gut finden für diese Süßes- oder Saures-Geschichte. Jetzt wäre cool, wenn das Haus irgendwie auf einer Anhöhe oben steht und wir dann darunter quasi stehen. Kriege ich so nicht hin, gell? Vor allem, da habe ich diesen blöden Bogen. Da... Nichts dahin. Wisst ihr, wie ich meine, dass ich quasi diese Treppen ersetze? Oder das tun wir mal weg. Weißt du, wenn ich das hier hinstelle?
Wartet. Weil, ja, Plaza hätte man auch stiegen, aber da muss ich zu viel wegreißen. Und das Plaza will ich jetzt echt so lassen. Dann wären das diese Stiegen zum Bleistift. Schauen wir mal, wie das aussehen könnte. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann steht man hier so. Nur die Stiegen kann ich halt nicht dekorieren. Die Stiegen kann ich nicht dekorieren. Das dürfen wir nicht vergessen, Chat. Das heißt, ich muss hier komplett auf Deko verzichten eigentlich, was hier am Foto ersichtlich ist, weil... Wenn ich jetzt sage, ich mache so ein Foto... Das ist blöd hier. Das ist blöd hier, Chat. Wir schauen mal weiter. Gibt's noch irgendwo Stiegen? Gibt's irgendwo eine Stiege, die nicht so... Die ist halt auch extrem groß. Die ist auch sehr lang. Und die ist blau. Das passt mir nicht zum Herbst. Oh. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Habe eine Idee. Bei Ska? Wo ist bei Ska eine Treppe? Das Haus etwas zurückschätzt, sodass du rechts und links ein bisschen... Ja, aber du kannst es aus dem Winkel nicht schön fotografieren. Schaut mal, Leute. Jetzt ist mir noch eingefallen, ich weiß nicht, ob das geht. Was ist, wenn wir das Haus hier hinstellen? So... Und das Foto von der Brücke ausmachen. Gute Idee. Das hat schon so einen spooky Vibe, oder? Jetzt müssen wir mal schauen. Wie wir uns verkleiden, Chat. Was war denn jetzt hier nochmal die Herausforderung? Gewagt einfach Halloween und wundersam. Gewagt einfach Halloween wundersam. Gewagt einfach Halloween wundersam. Einfach wundersam.
gewagt und Halloween. So. Das sind die Sachen, die wir zur Verfügung haben. Hörner des Biests. Ich könnte als Maleficent. Aber wie hat sie nochmal ausgeschaut? Muss ich jetzt googeln? Maleficent. Bilder. Schwarzes Outfit, die Hörner, rote Lippen, grüne Augen, extreme Wangenknochen. Dann könnten wir eine Aurora auch noch nehmen. Eine Aurora könnten wir als Puppe. Mickey nervt. Warum? Warte mal, Chat. Kann ich meine Augenfarbe überhaupt ändern? Tatsächlich. So, dann hat sie schwarze Smoky Eyes. Ganz rote Lippen. Hoppala. Ganz rot, so richtig intensiv rot. Ah, da ist mir das. Ist mir fast zu dunkel. Ah, das ist mir zu freundlich. Da ist mir schon fast eine Spur zu dunkel. Gut, jetzt ist halt auch Regen gerade, gell? So, was hat die an? So eine schwarze Robe eigentlich. Da würde das Kleid ja eh nicht schlecht passen. Was hat sie für eine Frisur? Gar keine, weil die hat ja so einen Helm auf eigentlich. Mit den Hörnern. Die würden schon besser passen für Maleficent, die Hörner. LOL! So, wartet mal. Habe ich so ein... Kann ich das nicht kombinieren? Oh, schade! Schade. Das war jetzt so meine Hoffnung, dass ich das kombinieren kann. Geht aber nicht. Wobei im zweiten Teil hat sie ja lange Haare, gell? Ich finde ja so nach hinten schon cool, aber die Frisur an sich passt nicht ganz. Gut, das kann ich also nicht kombinieren. Das ist blöd. Dann müssen wir mal schauen. Frisur. Gottes Willen.
Um Gottes Willen! Er steht im Weg, dann nimm ihn mit. Sei nicht immer so dramatisch, Yassi. Nimm ihn einfach mit, um Gutes. Was, wenn ich ihr schwarze Haare mache? Hat Maleficent schwarze Haare? Wobei eigentlich, die hat wie einen Hut auf. Das ist wie eingewickelt. Hä? Ich... Oha, Alyssa, so böse. Da finde ich die Frisur trotzdem besser. Wow, Alyssa war noch nie eine Schwarzhaarige. Das wird auch besser passen. Blöd. Nein, das geht gar nicht. Das ist so eine Karen-Frisur. Wenn ich sie von vorne fotografiere, dann könnte sie ja auch zusammengebundene Haare haben. Wo sind die? Wo sind sie? Steht ein bisschen da beim Hals über. Aber es gibt noch andere, die... Ah, hab Miki eingesperrt. Na, sehr gut. Nein, das geht gar nicht. Das würde eventuell auch noch gehen. Nein. Schade, dass ich das nicht mit dem Tuch kombinieren kann. Sehr, sehr schade. Dann brauchen wir intensive Wangenknochen-Chat. Ganz intensiv. Gesichtsbemalung. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte Kiefer. Gut, das Weiße passt, aber hier müssen wir schwarz. Oh nein, wartet, ich kann es ja einfach ändern. Okay, das sieht ja furchtbar aus. Ah, weil das ist nicht konturiert, sondern verblendet. Das ist blöd. Dann nehmen wir hier vielleicht einen bräunlicheren Ton. Nein, das sieht auch nicht so gut aus. Das sieht eigentlich so rötliche Bäckchen, okay. Ah, okay, und ich hatte da immer die Wangen, okay. Ich meine, es schaut schon ein bisschen böser aus, aber wartet mal, Körper. Ich habe die hellste Hautfarbe bei ihr. Hä, was ist jetzt mit meinem Make-up passiert? Hallo?
Das vermischt sich halt so blöd. Schaut eher aus, als wäre sie dreckig. 18 Uhr musst du weg. 18.30 Uhr. Aber danke fürs Mitdenken. Aber warte mal, von der Entfernung geht's. Von der Entfernung geht's. Und dann hier zum Beispiel so. Ah, was habe ich denn da Blödes? Ach so, von der Goffel. Oh mein Gott, schaut mal, wie sich der Himmel gerade verfärbt. Okay, das hätte ich aber hier hinten auch. Ah, da hätte ich ein bisschen mehr Spielraum. Was das Foto angeht, aber hier ist der Himmel so schön, Chat. Nur hier habe ich das blöde Geländer im Weg. Oh, das wollte ich jetzt so nicht. Da habe ich dieses blöde Eck da im Weg. Ich glaube, ich gebe es auf die andere Seite. Ich weiß nicht. Wobei mir rennt ein bisschen die Zeit davon, Chat. Aber was wäre eine Alternative, wo wir es hinstellen können? Ich finde es im Sumpf eigentlich ganz nett. Ich finde es da eigentlich ganz cool. Vor allem genau so, weil der Himmel ist da richtig schön. Der Himmel ist da halt richtig geil. Ach, mit dem Himmel so später, ja. Ach so, Maleficent hat ja auch noch Flügel. Gehst du als eine Maleficent durch? Ich weiß es nicht. Ach so, und ein Dings, weil sie hat da noch so ein... Sie hat eigentlich ein dickeres, aber... tendiere halt doch auf darüber, weil ich da mehr Platz habe. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, ich kann das dann nicht mal hinstellen. Was? Frisur werde ich mir eventuell noch austauschen. Mal schauen. Mal gucken.
To what we want. To what we want. To what we want. Schaut mal, Chat, das könnte ich nämlich hier so schön hinstellen. Zack! Vielleicht habe ich hier ein bisschen bessere Karten fürs Foto. Schauen wir mal. Ich glaube, ich kriege das da schöner drauf. Dieser Holzsteg schaut aus wie der Eingangsbereich. Den können wir jetzt noch schön dekorieren. Schauen wir mal, ob wir überhaupt ein Foto mit Stitch machen können. Den nehmen wir uns mal kurz mit. Hier ist er. Hallo. Hallo. Lass uns abhängen. So, ich würde nur gerne was ausprobieren, wenn ich jetzt Foto mache. So, er ist ja ganz aufgeregt. Finde ich gut. Wenn ich jetzt Foto mit Begleiter mache, ist er trotzdem... Er ist trotzdem mit da. Und schaut süß. Okay. Das heißt, wir könnten... Was haben wir denn überhaupt für Begleiter? Haben wir da irgendwas Passendes? Was würde denn zu Maleficent passen? Ein Rabe. Oh, ich habe noch einen Feuerrabe. Oder ein gruseliges Eichhörnchen. Aber eigentlich ein schwarzer Rabe, gell? Würde ich bei Maleficent irgendwie fühlen. Wobei ich mag halt diese Hinknie-Position schon sehr gerne. Die nicht vorhin irgendwie seitlich in die Kamera geschaut? Ah ja, so. Und so macht sie es aber nicht. Okay, sie schauen immer auf rechts rüber. Das heißt, ich muss sie anders hinstellen. Aber das könnte schon das werden, Chat. Wir schauen jetzt mal ganz kurz. Hoppala, warte mal. Stitch Baby, ein bisschen rüber mit dir. So. Also. So, so, so. Ah, müssen wir noch ein bisschen vorgehen. So, so, so. So. Stitch Baby ist auch mit drauf. Ah, sie schaut mir zu wenig in die Kamera rein. Wartet. So. Ja, finde ich schon besser. So, das wäre jetzt mal mein erster Dreamsnap. Dreamsnap anzeigen. 4 von 3 bei gewagt und 3 von 3 bei einfach. Baby Stitch ist auch mit drauf. Das ist jetzt mal die schnelle Version der Dreamsnaps. Ich werde das jetzt so auch einreichen.
Und somit haben wir an den Dream Snaps teilgenommen. Das ist jetzt mal die schnelle Variante für alle, die vielleicht eine kleine Inspiration brauchen. Ist da hoffentlich was dabei gewesen mit dieser Idee. Ich werde mit Sicherheit im Laufe der Woche aber nochmal einen etwas aufwendigeren Dream Snap anstarten. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr dazu einen Speedbuild haben wollt, der dann ein bisschen besser geschnitten ist als der letzte, weil der letzte war echt sehr, sehr schnell. Da war es ein bisschen schwierig, um das alles nachzuverfolgen. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben freuen. Und wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen.